Vom 29. Juli bis 11. August finden im kommenden Sommer auf der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück die 50. Weltmeisterschaften im Sportschießen statt. Bei mir zu Gast Heiner Gabelmann, der Sportdirektor des Deutschen Schützenbundes. Heiner, die 50. WM, die Heim-WM, was bedeutet die für dich, was bedeutet sie für unseren Verband? Ja, für unseren Verband bedeutet es zuerst mal, dass wir nach Suhl 1986 und dann auch vorher schon 20 Jahre davor in Wiesbaden selbst 1966 hier die dritte große WM in Deutschland ausrichten. Und nach 24 Jahren nach Suhl, nach der Wiedervereinigung auch, muss man sagen, ist das natürlich einen hohen Stellenwert. Für mich persönlich bedeutet es auch einen Höhepunkt zuerst mal in meinem beruflichen Leben hier beim Schützenbund. Wir legen auch vom Verband aus sehr viel Power in dieser WM, ist auch ein wichtiger Meilenstein Richtung Olympische Spiele. Wie laufen die sportlichen Vorbereitungen, wie sehen die Planungen hin zum Juli aus? Ja, im Moment sind wir ja noch recht früh in der Saison und die Bundestrainer machen ihre Vorbereitungslehrgänge, die gewähren Pistolenschützen natürlich in der Halle, der Witterung entsprechend. Und die Wurfscheibe, die sucht schon klimatisch günstigere Gegenden auf, um die ersten Schüsse auch auf die Scheiben zu bringen. Wann wird die endgültige Mannschaft, die für den Deutschen Schützenbund an den Start gehen wird, wann wird sie feststehen? Also wir haben Meldeschluss zu beachten, 29. Juni, einen Monat vor WM-Beginn. Und wir haben die Qualifikation für Mitte Juni getimt, sodass wir spätestens am 29., aber wahrscheinlich schon 14 Tage früher, die Mannschaften dann zusammenstellen. Wird der Deutsche Schützenbund alle Disziplinen beschicken oder werden einige ausgelassen? Und wie groß wird die Teamstärke sein? Ja, ist eine Weltmeisterschaft mit olympischen und nicht-olympischen Disziplinen und eine Vielzahl von Startmöglichkeiten. Die Mannschaft wird 84 Sportler groß sein, wahrscheinlich in etwa. Und wir haben aber einige Disziplinen, die wir aus leistungssportlichen Gründen auch wahrscheinlich nicht besetzen, vor allem laufende Scheibenbereich. Nach dem Ausschluss aus dem olympischen Programm haben wir dort vor allem im Männerbereich, auch bei den Frauen, weibliche Junioren natürlich Defizite, da sind die Schwerpunkte verlagert und wir nominieren nach leistungssportlichen Gesichtspunkten und dort wird sicher die eine oder andere Lücke in den Mannschaften auch entstehen. Letzte Frage, Heiner. Ich weiß, die Frage hörst du gar nicht gerne, aber die Zuschauer wollen es doch immer wieder wissen. Wie viele Medaillen können wir erwarten? Gut, das ist eine Frage, die ich mich selbst natürlich auch stelle. Aber ich denke, dass wir uns ja schon festlegen mussten oder auch festgelegt haben Richtung Olympische Spiele. Und die Weltmeisterschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der Richtung. Und mit dem Deutschen Sportbund in Frankfurt haben wir vereinbart, dass wir 5 olympische Medaillen zu dem Medaillenspiegel beisteuern in London. Und ähnlich soll es dann auch bei der Generalprobe natürlich im eigenen Land sein. Und mit 5 olympischen Einzelmedaillen, sage ich mal, und der entsprechenden Anzahl von Finalplatzierungen, denke ich, sind wir im olympischen Bereich zufrieden. Insgesamt mit Mannschaftswertung, mit den Junioren dabei, nicht olympische Disziplinen, denke ich, dass wir zwischen 20 und 25 Medaillen durchaus erwarten können. Ja, dann drücken wir alle die Daumen, toi toi toi, für dich, für das Team und hoffen wir, dass wir erfolgreich im Sommer in Garching-Hochbrück sein werden.